Ich freue mich sehr, Katharina Thalbach. Ja, ich mich auch. Und 12 Jahre habe ich darüber nachgedacht, welche Retourkutsche ich Ihnen präsentieren könnte für den Zwerg. Okay, ich warte. Mir ist aber nichts eingefallen. Ja. Ich weiß nur, dass Sie da im... Sie haben ja recht. Ich habe nur gesehen, dass Sie mich nur daran erinnert, dass Sie in demselben Gespräch gesagt haben, die 60er, da meinten Sie Ihre Lebenszeit, die wären toll, die 60er Jahre. Jetzt sind Sie ein bisschen in die 60er Jahre. 66 bin ich jetzt. Ja. Ist es so geworden? Sind Sie toll geworden, die Jahre? Ja. Also, ich weiß nicht, ich hatte einfach nie ein Verhältnis zum Alter. Nie. Also, ich habe mich mit. Ich weiß es nicht. Mir wurde dann gesagt, ach, es wird ganz toll, wenn man mit 17 fängt das Leben erst an. Ach, und wenn du dann 30 bist, das ist schwierig. Und dann 40. Wo, nie war was Besonderes. Die schlimmen Dinge sind passiert. Es gab die furchtbaren Zeiten und es gab die guten Zeiten. Die hatten aber nie was mit Alter zu tun. Mhm. Und, aber Sie haben trotzdem einmal gesagt, mit jedem Jahr, dass Sie älter werden, ja, empfinden Sie mehr das Gefühl, es ist ein Sieg. Ja gut, das hat aber was damit. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, mit 34. Und als ich dann 34 wurde, ich hatte immer Angst davor, weil man, ich war aus irgendeinem Grund, dachte ich, dann sterbe ich auch. Mhm. Und ich wollte nie sterben. Also ich weiß, dass ich sterben muss, aber im Augenblick finde ich das noch sehr unbequem. Und dann, als ich gemerkt habe, dass ich die 35 gepackt habe und die 36, dann empfand ich das immer als Sieg. Und das ist bis heute so, dass ich eigentlich jedes Jahr, was ich älter werde, finde ich toll. Also, dass ich jetzt sagen kann, ich bin 66, finde ich großartig. Ich freue mich schon, hoffe ich darauf, wenn ich sagen kann, ich bin 101. Also, das... das finde ich irgendwie, ich finde alt werden im Augenblick noch ganz toll. Wenn Sie sagen, das Alter spielt für Sie gar keine Rolle und wenn eher positiv konnotiert, da möchte ich doch gerne wissen, warum Sie dann mit 22, als Sie Ihrem Lebensgefährten folgend, oder vielleicht war es auch eine gemeinsame Entscheidung, Thomas Brasch, Sie sind dann im Zuge der Ausbürgerung von Wolf Biermann in den Westen gekommen, in den 70er Jahren, warum Sie mit 22 gleich zur Rentenversicherungsanstalt gegangen sind? Wie gesagt, ich wollte alt werden und eins wusste ich, ich bin im Kapitalismus angelangt und eins möchte ich nicht, im Kapitalismus alt und arm sein. Das war mir absolut klar. Und ich habe meine Oma gesehen in West-Berlin, wie die wirklich mit einer sehr kleinen Rente rumgeknapst hat und deswegen dachte ich, da machst du dich schlau. Alle haben mich ausgelacht, aber ich dachte nein und habe mich eben sehr genau erkundigt, wie das alles ist und es ist ja auch wesentlich komplizierter gewesen alles als in der DDR und ja und jetzt kriege ich Rente und ich finde es großartig. Dass ich welche kriege, ja. Weil ich kriege von so vielen gesagt, oh Gott, da darf ich gar nicht drüber nachdenken, was bei mir passiert. Ich flehe meine Tochter und meine Enkeltochter an, bitte kümmert euch darum. Auch wir kriegen doch sowieso keine Rente mehr. Ich weiß es nicht. Also es geht ja doch relativ schnell vorbei, das Leben. Mhm. Also die Jahre gehen, man kommt schnell ins Rentenalter, schneller als man denkt. Und ich finde es sehr angenehm, dass ich jetzt Rente kriege. Mhm. Ganze Menge Menschen, die uns jetzt auch zuschauen, haben verfolgt, dass ausgerechnet Katharina Thalbach ihre Wohnung in Berlin verlassen musste wegen einer Luxussanierung. Na, das war nicht ganz so. Das war, ja, es war eine Luxussanierung und ich dachte, ich kann da trotzdem bleiben. Annette kennt die Wohnung. Herrlich. Wir haben da auch schöne Partys gefeiert. Ja, als wir noch Partys gefeiert haben. Ja, da war eine schöne Wohnung. Und dann wurde das Haus luxussaniert und die Wohnungen wurden einzeln verkauft.
sie wurde mir auch angeboten und zu einem sogenannten Vorzugspreis 5.800 € pro Quadratmeter. Da habe ich gesagt, Sie spinnen wohl. Das finde ich ja sittenwidrig. Legen Sie mir bitte mal auf einen Quadratmeter hier auf meinem Tisch 5.800 €. Dann werden Sie merken, was das sittenwidrig bedeutet. Wie haben die reagiert auf den Vorschlag? Das konnte ich mir gar nicht leisten. Nein, nein, aber wie haben die Leute reagiert, denen Sie das gesagt haben? Es ist in Düsseldorf genauso teuer. Ja, irgend so einen dämlichen Satz kriegt man dann noch von solchen Leuten immer von Latze knallt. Also gut, jedenfalls, ich konnte die Wohnung nicht kaufen, dachte ich, bin unter Mieterschutz. Es lief dann anders. Die Wohnung wurde noch mal weiterverkauft, dadurch verfiel, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Das kam sowieso an die Öffentlichkeit, weil meine Tochter ungeschickterweise in irgendeinem anderen Interview, ich glaube sogar mit der Zeit, gesagt hat, ja, sie findet es unmöglich, was mit Wohnungen passiert und wie damit geschachert wird. Und na gut, eine gute, fundierte Kapitalismuskritik. Und dann wollte sie ihre arme kleine Mama verteidigen. Und ich war dann kurzzeitig, mangels anderer Themen, mal die berühmteste Obdachlose von Berlin. Was nicht mehr stimmte. Weil in der Zwischenzeit hatte ich schon eine Alternative gefunden. Sie sollen in einer WG wohnen? Ich wohne jetzt in einer WG, ja. Mhm. Davon müssen Sie ein bisschen erzählen, wenn Sie mögen. Nö, ist das mag ich nicht. Aber, Theater-WG? Ich wohne in einer WG, weil das ist eine tolle Wohnung, die könnte ich mir alleine nie leisten. Mhm. Und es gibt genug andere Kollegen, die in ähnlichen Situationen sind. Und wenn man sich das teilt, wie man das in guten alten Studentenzeiten gemacht hat, dann geht das auf einmal. Mhm. Und das klappt sehr schön. Und das Theater ist der Hauptmieter und die armen Schauspieler wohnen dann. Also, das war eine tolle Einrichtung. Ja, ich finde das großartig. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es war schon bei mir, dadurch, dass ich irgendwie vor 10 Jahren mit meinem Mann angefangen habe, in Brandenburg auf dem Land zu wohnen. Und wir haben dann da uns was selber gebaut, also oder saniert. Und also ich habe sozusagen meinen kleinen Landalterswohnsitz. Und in der Stadt bin ich halt, wenn ich Theater spiele oder andere Sachen arbeite. Und da fand ich das sowieso immer alles viel zu groß. Ich brauche das alles nicht. Ein Zimmer reicht mir vollkommen. Und finde das dann auch asozial, wenn man das alles weiß, wie das, wie teuer das alles ist. Die jungen Leute tun mir echt leid, weil die keine Wohnung mehr kriegen. Mhm. Weil es einfach alles zu teuer geworden ist. Mhm. Dann möchte ich an dem Spielchen nicht teilnehmen und finde das dann in Ordnung, dass ich jetzt ein schönes Zimmer habe. Auspunkt. Ich glaube, dass alle, die hier sitzen, außer vielleicht Dagmar Koller, mal in einer WG gewohnt haben. Und Herr Thelen auch? Auch schon damals mit vielen Schuhen und einem Rucksack? Das war eine Skater-WG. Oh je. Skate. Okay. Und deshalb, letzte Frage, dann lasse ich Sie auch damit in Ruhe mit den WG. Gibt es da auch Dienstpläne, wie wir sie hatten, wer was macht? Das Komische, ich wohne ja da noch nicht so lange drin. Und Corona ist gekommen. Also es ist, wenn ich da bin, bin ich da allein drin. Okay. Oder wenn meine Freundin da ist, dann war sie während der Corona-Zeit allein da mit ihrem Sohn. Wir haben es noch nicht geschafft, die Wohnung wirklich zu füllen und uns in die Haare zu kommen. Wir haben 2 Badezimmer, was schon mal günstig ist. Ein Mädchenbad und ein Jungsbad. Das geht schon mal. Im Jungsbad ist natürlich nur eine Dusche, im Mädchenbad ist eine Wanne. ist prima. Corona hat ja nun ein anderes Herzensprojekt von Ihnen gestoppt, für das Sie jahrelang gearbeitet haben. Mord im Orient Express, glaube ich, fast alle kennen es von Agatha Christie, in dem Sie den Inspektor spielen. Nein, den Privatdetektiv. Einmal in meinem Leben Hercule Poirot sein. Und Sie führen Regie in diesem Stück, also beides. Ja. Wann kann es denn wieder losgehen? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Na gut, im Augenblick steht ja noch das Bühnenbild im Schillertheater in Berlin so, genauso wie wir es verlassen haben am 11. März. Also so ganz gespenstisch. Ich mache jetzt zu Ende das Licht und die ganzen technischen Vorgänge. Bestell dann nochmal die Schauspieler, wo wir es zumindest mit 1 Meter Abstand nochmal alles durchgehen und Textbuch und ich ihnen dann die Lichtstände zeigen kann, wo sie wo stehen sollen. Und wir gehen die Musik nochmal durch, weil es wird auch Musik geben, es wird auch Tanz geben.
Und wir hoffen jetzt, ja, dass wir Ende Januar... Ist doch ein Riesenstück, Kathi. Wie viele Schauspieler sind es denn? Das sind ja mehr Schauspieler als Publikum, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Nee, nee. Also wir könnten jetzt im Schillertheater mit Abstandsregelung 280 Leute haben. So viele sind nicht auf der Bühne. Okay. Nein, nein. Aber 28 werden es beim Orient Express. Aber so, ja, also ein Zehntel davon, ja, genau. Ungefähr, ja. Nee, das, und außerdem spielt das Stück im Zug. Also im Augenblick kannst du nichts, keinen Abstand einhalten. Aber Sie sagten gerade Ende Januar, was könnte da sein? Ende Januar 2020 hoffen wir, dass es dann Premiere haben kann in Berlin. 21. 21. Ja, genau. Dankeschön für die Korrektur. Und Sie haben die Musik gerade erwähnt und dass Sie das Licht jetzt noch machen. Aber die Kostüme, die hat einer gemacht, der auch vor kurzem bei uns in der Sendung war und ein ganz großartiger Gast war, nämlich Guido Maria Kretschmer. Ja, Guido ist ein ganz alter Freund von mir, also auch schon bevor er berühmt war. Guido, wenn du mich siehst, wir haben uns auf der MS Europa kennengelernt vor etlichen Jahren. 2004, glaube ich. Und wir haben, also damals auf dem Boot habe ich ihn schon gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, fürs Theater Kostüme zu machen. Und da hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache gerade Oscar Wilde. Das müsste doch deine Zeit sein, die dir Spaß macht mit all dem, was da in London so an Plüsch und Seide und so um einen herumwallerte und an Pelzen. Und ja, und seit der Zeit sind wir sehr eng befreundet. Und er hatte aber jahrelang jetzt keine Zeit mehr. Und aber jetzt für den Orient Express hat er gesagt, oh, das ist ja meine Zeit. Sowohl für Männer wie für Frauen. Da muss ich dabei sein. Ja, super. Also ich glaube, wir wünschen Ihnen alle, dass das spätestens jetzt Ende Januar klappen kann. In der Zwischenzeit kann man sich aber auch sehr gut mit Ihnen befassen. Sie haben nämlich wieder ein Hörbuch besprochen. Eins, das auch, glaube ich, die allermeisten kennen, Der kleine Vampir. Und Sie sagen, dass Sie deswegen auch so dran hängen, weil Sie das selber Ihrer Tochter vorgelesen haben. Nein, nein, nee? Das habe ich Anna nicht vorgelesen. Aber es war natürlich, ich kam ja aus der DDR und für mich war die Jugendliteratur oder Kinderjugendliteratur eher fremd im Westen. Ich kannte das alles nicht, Momo okay. und so. Wir hatten so andere Helden. Habe mich damit auch nicht so sehr beschäftigt. Habe Anna viel vorgelesen, aber in erster Linie Märchen. Und da war sie dann auch schon aus dem Alter raus. Da war sie so 10, 11, als Der kleine Vampir kam. Okay. Ich habe den geliebt und der lag auf dem Klo. Die Geschichte stimmt also? Die stimmt. Ja. Und immer wenn, da kamen ja dann relativ regelmäßig die Bücher raus. Und da wurden sowohl von Anna wie von mir die Klositzungen immer länger. Und weil wir uns einfach darüber auseinandergesetzt haben, wer zuerst das Buch zu Ende liest. Ich liebe diese Bücher bis heute und bin so froh, dass ich die lesen darf. Und haben Sie diese Gewohnheit beibehalten, dass besonders gute Bücher auf dem Klo liegen? Nee. Weil die richtig guten Bücher sind zu lang. Also das schaffe nicht mal ich auf dem Klo. Also da, glaube, da würde ich den sozialen Frieden stören. Gerade in der WG. Das geht nicht. Nein, nein. Also aber da auf dem Klo habe ich ganz gerne mal so Sachen, wo man so nur zwei oder drei Kapitel liest oder Comics zwei oder so was. Ja, das schaffe ich schon. Wir haben ja jetzt zwei Klos, insofern. Ja. Verteilt sich das besser. Und in der großen Hoffnung, dass diese Geschichte stimmt, ich fand sie hinreißend, wenn sie stimmen würde. Welche? Dass es ein Lebenslied von Ihnen gibt, von dem ich noch nie was gehört hatte, wo aber die schöne Zeile drin ist, alles geht vorüber und die Sonne lacht wieder. Shirley Temple. Ah ja, von Shirley Temple, ja. Ja. Stimmt die Geschichte oder nicht? Das hat mir meine Mutter immer schon vorgesungen. Okay. Und ich fand dieses Lied, Kinder lieben dieses Lied. Wie geht das Lied? Die Chinesen haben einen langen Zopf, singt Polly Wolly Doodle Doodle Dee. Und wer das nicht weiß, der hat Stroh im Kopf, singt Polly Wolly Doodle Doodle Dee. Wieder wit, wum, wum, wieder wit, wum, wum. Blass nicht Trübsal, ach und weh. Denn das alles geht vorüber und die Sonne lacht dann wieder, singt Polly Wolly Doodle Doodle Dee, wum, wum. Und das muss man dann immer schneller singen.
muss das immer mit demselben Text. Ja klar, immer mit dem Polyvoli-Doodle-Doodle. Also das Polyvoli, also das lieben die Kiddies einfach. Ist das süß. Ja, das ist wunderschön. Und ich fand das manchmal in diesen Zeiten so erfrischend. Ich würde Sie so gerne noch fragen, was das Schönste ist, an das Sie sich erinnern können in diesen letzten 12 Jahren, in denen wir uns nicht gesehen haben. Jetzt fragen Sie mich aber auch Dinge, wirklich. Mein Gott, das hat sich gehäuft. Oh Gott, da war ich so rot. Nein, ich weiß es echt nicht. Oh Gott, was war denn da? Mein Enkelkind war schon geboren, meine Tochter auch. Der erste Impuls war nicht jugendfrei, das hat man genau gemerkt. Ja. Ich bin verheiratet. Das wollte ich gerade sagen, du hast geheiratet, Kathi. Wann haben Sie geheiratet? Vor einem Jahr? Ja, vor einem Jahr, genau. Nein, vor anderthalb Jahren. Ja, genau. Vor anderthalb Jahren, ja. Glückwunsch. Ja. Das ist doch eine wunderschöne Nachricht. Ja. War. Wenn man sich beschäftigt mit dem, was Sie alles schon gemacht haben, dass Sie mit 4 zum ersten Mal vor der Kamera standen, mit 15 auf der Bühne des Berliner Ensemble, dann wundert man sich, dass sich durch ihr Leben etwas zieht, was nicht so wahnsinnig selbstverständlich ist. Ebenfalls scheinbar eine unglaubliche Bescheidenheit. Echt? Das täuscht. Ja. Das täuscht? Das weiß Sie ich schneiden nicht. Nie auf. Sie sind verlegen, wenn man ihnen sagt, sie haben was Tolles gemacht. Wenn man sagt, Sie sind vielleicht die letzte Volksschauspielerin, dann hat man eher das Gefühl, Sie ducken sich weg. Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen, das empfinde ich als Kompliment. Schön. Also wenn dem so wäre, weil ich denke da natürlich bei dem Wort Volksschauspielerin an ein großes Vorbild von mir, das Therese Giese. Mhm. Bayerische Schauspielerin, ja. Wunderbare bayerische Schauspielerin, die wirklich... aber die konnte alles. Die konnte wirklich Klassiker großartig spielen. Toll. Aber die konnte auch großes Volkstheater machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Die war auch toll im Film. Hat ja hier Dürrenmatt, die Physiker. Das werde ich nie vergessen, wie sie das im Fernsehen gespielt hat. Inge Meisel, großartige Frau. War auch oft das, hier. Ja, also insofern finde ich das... Also eher einen Adelstitel, wenn dem so wäre. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, ob es so ist. Und das weiß ich ja, es ist nun mal so. Frau Koller hat es ja vorhin auch erwähnt, man zweifelt halt immer an sich. Das hört nicht auf. Also das hört auch... Ich liebe Komplimente, trotzdem werde ich rot, ich will sie hören. Und trotzdem denke ich dann, ach... Wenn es doch wahr wäre. Das ist, da muss man irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das Bescheidenheit ist. Manchmal will man noch nicht zu viel wissen, weil einen das, wenn man vielleicht auch Angst hat, eingebildet zu werden oder nicht mehr neugierig zu sein. Oder der Anfang ist ja auch schön. Also immer wieder das Gefühl zu haben, man fängt an. Das ist ja ein wunderbares Gefühl und aufgeregt zu sein und so. Und da will man dann nicht immer das hören, den Schnee von gestern. Das ist immer wieder ein Aufbruch. Das ist so schön, was Sie gesagt haben, dass ich jetzt schweige und nur sage Dankeschön. Ich danke auch. Bravo.